Hallo meine Lieben, ich habe mal wieder was gekocht und zwar einen veganen Gemüseauflauf für 3 Personen. Die Zutaten: eine große oder 2 kleine Auberginen, 1 bis 2 Zucchini je nach Größe, 5 bis 6 Tomaten oder auch wahlweise 500 Gramm von den gestückelten Tomaten, 3 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Öl oder Butter, 100 Gramm gelbe Linsen, 100 Gramm Kokosmehl, 0,4 Liter Tomatensaft, 100 Gramm Tomatenmark, doppelt oder dreifach konzentriert. Ich finde immer, das tut sich nicht so fürchterlich viel. Dann, wenn ihr da habt, frischen Rosmarin oder frische Petersilie oder auch beides. Aber ihr könnt es auch kochen, wenn ihr es nicht da habt. Dann Pfeffer, Kurkuma, Paprikapulver, gemahlener Kümmel, wenig Chilipulver, Koriander und Salz nach Geschmack. Ja, Pfeffer braucht ihr unbedingt, Kurkuma, maybe, Paprikapulver würde ich sagen, ja, gemahlener Kümmel nach Möglichkeit. Ihr könnt sonst auch den gewöhnlichen Kümmel einfach zum ganz starken Tee aufbrühen und das dazu machen, falls ihr es nicht da habt. Wenig Chilipulver kann, aber muss nicht sein. Koriander, ja, kann auch, muss nicht sein. Und Salz nach Geschmack, wobei auch in dem Tomatenmark und im Tomatensaft meistens, je nachdem welche Sorte ihr kauft, davon schon ziemlich viel drin ist. Dann wird die Aubergine im Ganzen angebraten, damit sie nicht so viel Fett zieht. Flamme runterstellen bzw. Herdplatte, ne, reduzieren. Wer kocht ja schon über offenem Feuer? Währenddessen mache ich auf der Nebenplatte schon mal 100 Gramm gelbe Linsen mit dem Lorbeerblatt. Pfeffer, Kurkuma, gemahlenem Kümmel, einer Zwiebel und einer Knoblauchzehe in 200 ml kochendem Wasser und koche das halt 15 Minuten. Dabei habe ich Zeit, die Zucchini, die Tomaten und die 2 Zwiebeln klein zu schneiden. Dann verrühre ich in einem Messbecher oder in einer Suppentasse, ziemlich egal, was ihr halt so da habt, was sich da eignet, 0,4 Liter Tomatensaft mit 70 Gramm Kokosmehl. Die Paste sollte fest sein. Also nicht zu flüssig, denn das hebt ihr nachher als letztes auf den Auflauf drauf. Und da das nun alles Naturprodukte sind, auch Kokosmehl, unterschiedlich wie Wasser zieht, halt noch sonst, wenn das euch zu fest oder zu flüssig vorkommt, ein bisschen nacharbeiten. Ist ja klar. Genau, dann noch Tomatenmark dazufügen, sonst ist das geschmacklich schnell so ein bisschen flau. Und kräftig mit Pfeffer, Kümmelmehl, Paprika, Koriander und Chilipulver abschmecken. Das Kümmelmehl finde ich persönlich richtig klasse, weil das gerade bei der veganen Küche so ein leicht, so eine kräftige Note reingibt, die den Fleischgeschmack nicht vermissen lässt. Und ja, wie heißt das so schön? Erbsen, Bohnen, Linsen. Ich rede jetzt nicht weiter. Da hilft Kümmel eben auch gut dagegen. Und obwohl ich Kümmel in seiner Urform her wirklich so knubselig im Weißkohl absolut hasse, mag ich das Kümmelmehl gerne. Würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Paprika, Koriander und etwas Chilipulver abschmecken. Den Herd auf die zweithöchste Stufe stellen. Dabei kurz Aubergine rausnehmen, in mundgerechte Stücke schneiden. Das geht ja schnell. Unterrühren, kräftig anbraten. Dann Hitze reduzieren, Zucchini rein, rühren. Frischen Rosmarin und etwas Ingwer dazugeben. Rosmarin, ja, hat halt einen sehr kräftigen Geschmack. Müsst ihr gucken, wie kräftig ihr das haben wollt. Zwischendurch am besten mal probieren, falls ihr euch das zu rosmarinig ist jetzt kein Eigenschaftswort, aber mir fällt nichts Besseres ein, wird dann eben einfach rausnehmen. Nach einer Minute habe ich jetzt das überschüssige Fett noch mit Küchenpapier vorsichtig aus der Pfanne gemischt, weil ich gerade mal wieder so ein bisschen auf Diät bin, um in meine Winterjeans reinzupassen. Wer das nicht ist, kann es natürlich herzlich gerne drin lassen. Dann die gekochten Linsen ohne Lorbeerblatt. Noch mit 100 Gramm Tomatenmark und 30 Gramm Kokosmehl andicken. Nochmals abschmecken. Ein Rezept kann die Köchin sowieso nicht ersetzen, das soll ja euch schmecken. Die Tomatensaft-Kokosmehl-Mischung wird dann auf alles andere in der Pfanne oben drauf gegeben. Dann Hitze auf 1/6 der Gesamtleistung reduzieren. Das ist meistens immer die Stufe 1/2 oder wenn die Skala von 1 bis 6 geht, die 1, wenn sie von 1 bis 12 geht, halt die 2.
Und noch einen Esslöffel Kokosmehl draufstreuen. Das gibt so ein bisschen optisch den Anschein, als wenn das Käse wäre. Und zieht überschüssiges Wasser noch ein bisschen ab. Und mit Rosmarin oder Petersilie garnieren, falls ihr es dann da habt. Und dazu dann auf den Tisch stellen, für die, die nicht auf Diät sind, dass die auch satt werden. Brot, Kartoffeln, Reis, was ihr halt da habt. Cracker. Dazu Salz, weil ich immer rate, erstmal vorher nicht so viel zu salzen. Und kaltgepresstes Olivenöl. Auch für die Leute, die nicht auf Diät sind, äußerst gesund. Besonders für die lieben Kinder. Die verbrauchen ja in der Regel mehr so als wir und essen dafür nicht so viel. Und dann komme ich, wenn ich das für 3 Personen rechne, auf etwa 1200 Kalorien und 48 Gramm Eiweiß pro Person. Wie gesagt, da es Naturprodukte sind, ist das nie ganz genau festzumachen, sondern immer so ein gewisser Schätzwert. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen und guten Appetit.